Schnecken hier. Was ist denn hier los hier? Hallo, war nicht zu. Ja, leck mich doch. So Leute, erstmal guten Tacho. Wie geht's euch? Ich habe heute was Spannendes zu berichten. Ich brauche mehr Details. Ja, ich war heute mit meiner Frau in Holland, in Venlo. Und wir haben mal jemanden eine Seite und einen Händler geschickt in Holland, der Indien und Harley und sowas verkauft und macht. Und da habe ich die letzten Tage mal geguckt und habe da eine schöne Seftel Heritage gesehen oder Heritage Software, ich weiß nicht warum. Und dachte mir, komm, wenn wir noch Zeit haben, dann fahren wir da mal vorbei. Ja, das haben wir gemacht. Kamen dann da an, die war schön im Schauhaus quasi, neben den ganzen anderen Bikes. Also sie war richtig schön, so weiß, Permut, irgendwas. Mit so Lederkoffer hinten dran. Sah sehr, sehr geil aus, sah auch sehr gepflegt aus und habe ich mich mal drauf gesetzt. Sehr, sehr geil. Auch, also ich finde es bulliger als hier drauf. Vielleicht ist es auch nur, machen das zum Beispiel, da hatte Trittbretter dran, die habe ich jetzt hier nicht und so. Alles so Sachen, die ein bisschen bulliger wirken lassen. Das Ding hat auch Alarmanlage, die ging erstmal direkt los. Erstmal die Ohren zerstört. Dann irgendwie hat er die, habe ich auch gefragt, ob er die auch anmachen kann in dem Verkaufsraum, hat er die angemacht, da bin ich erstmal umgefallen. Das ist so eine, warte mal, Vance & Heinz, genau, Vance & Heinz Auspuffanlage, die hat aber hier keine Zulassung. Dann kommen Helmut und Bruno, meine beiden Polizisten, und sagen, ich darf doch nicht mitfahren. Gut, das ist ja weniger das Problem, sage ich jetzt mal. Das interessiert mich, Scheiß. Weil die Dinger gibt es ja wie Sand am Meer, einfach mal für einen TÜV oder so. Eine originale Auspuffanlage drunter schrauben oder so. Okay. Jo, dann habe ich gefragt, wie ist denn mit einer Probefahrt? Soll ich lieber wiederkommen? Weil ich habe auch keinen Helm, nichts dabei. Sagt, das ist gar kein Problem, wir haben hier ein paar Helme. Ja, dann haben wir das abgeklärt und dann bin ich eine kleine Runde gefahren. Leute, das war richtig, richtig, richtig nice. Da bin ich das erste Mal Twincam gefahren. Überhaupt das erste Mal eine Softail Heritage bin ich gefahren. Die ist von 2001 oder sowas. Auf jeden Fall noch Twincam und Vergaser, 5 Gang. Sehr, sehr geil. Da hatte ich noch so eine Scheibe hier vorne drauf, was ich jetzt auch gar nicht mal so schlecht fand. Aber für hier am Pony fahren würde ich es abmachen. Aber für weite Strecken gar nicht mal verkehrt. Ja gut, die hatte kleine Blessuren und zwar waren Brems- und Kupplungshebel gebrochen. Warum auch immer. Ich konnte aber nirgendwo anders irgendwelche Schäden sehen. Da würden dann aber neue drauf kommen. Ja, auf jeden Fall bin ich die gefahren. War ja erstmal verdammt ungewohnt, weil man merkt schon, das bisschen mehr Gewicht im Gegensatz zu der originalen Carry hier. Ist schon krass. Der Lenker war höher, der war eigentlich perfekt von der Höhe für mich. Sonst drauf gesessen habe ich so wie hier auch. Wunderbar. Fuß. Wie heißen die nicht Fußrasten, sondern Trittbretter, war irgendwie gemütlicher als das hier. Hatte ich ja hier ja auch vor. War eine sehr geile Fahrt. Schade, dass ich meinen Helm nicht dabei hatte und kein Mikrofon und Kamera nichts dabei hatte. Meine Frau hat Gott sei Dank Aufnahmen gemacht, als ich losgefahren bin und wiederkam und ein paar Fotos. Die blende ich jetzt hier mal ein.
Ja, das war meine erste Fahrt mit so einem geilen Teil. Auch das Weiß hat mich irgendwie doch etwas überzeugt. Also hätte ich jetzt erst gar nicht gedacht, dass ich das geil finde. Klar, der Sound hat mich sowieso wieder umgehauen. Ich war wieder nur am Grinsen. Ähnlich wie, oder ziemlich ähnlich wie bei der 48. Das Video kennt ihr ja. War sehr, sehr geil. Wie die Wichser an der Hand. Mal gucken, wenn die in ein paar Wochen vielleicht noch da ist. Egal, aber so ein Modell, da hört sich jetzt mal Butter bei die Fische. Ich glaube, in einem der letzten Videos habe ich schon mal angesprochen, eventuell beide Motorräder zu veräußern und ja, mir eine Harley zu holen. Und irgendwo will ich die Z auch nicht abgeben. Aber mal Hand aufs Herz. Ich habe den Traum gelebt mit der Z. Und vielleicht bereue ich es irgendwann. Das kann ich jetzt alles nicht sagen. Aber Stand des Jetzt ist wirklich, wenn es wirklich, sag mal, so eine teure Harley wird, es ist viel Geld, verdammt viel Geld. Für mich ist es sehr, sehr, sehr viel Geld. Dann wird es aber auf jeden Fall auch so eine Softail Heritage werden. Und das Gute war natürlich vom Händler ein Jahr Gebrauchtwagen, also Gebrauchtfahrzeuggarantie. Die hat auch nicht viel gelaufen gehabt, irgendwie knapp über 30.000 Kilometer, nicht Meilen, sondern Kilometer. Also sowas in der Art suche ich auf jeden Fall. Und dafür wird Carrie und Wilma, die beiden werden mich dann verlassen müssen. Ja, schon allein auch aus Platzgründen. Klar, ich könnte jetzt auch sagen, ich verkaufe nur hier das Eisenschwein 1.0 sozusagen und behalte die Z. Aber die Z, die habe ich jetzt in den letzten anderthalb Jahren so gut wie gar nicht bewegt. Jetzt, wo sie beim Händler steht, immer noch wegen TÜV und neuen Reifen. Klar, ich hätte sie jetzt auch gerne gefahren, weil ich mit dem Kollegen Chito da mal eine Runde gedreht bin. Aber ich glaube, ich weiß nicht, das wird so wenig im Jahr sein, wo ich solche zügigen Fahrten, sage ich mal, machen würde. Ich bin mittlerweile vollkommen der Shopperfahrer geworden. Klar, das ist jetzt alles noch nicht schwarz auf weiß auf Papier hier, ne? Also alles, was ich jetzt sage, unter Vorbehalt. Aber so zumindest meine aktuellen Gedanken. Also, ich weiß nicht. Also, wenn ich jetzt überlege, wenn ich schon mal unter das ein oder andere Video von mir hier eure Kommentare gesehen habe, ja, Harley fahren kann jeder und so, das habe ich letztens schon angesprochen. Ja, das kann auch jeder, der das Geld bereit ist, dafür auszugeben. Meiner Meinung nach muss ich aber ganz ehrlich sagen, dass eine Harley irgendwie viel mehr Emotionen zeigt. Man muss nicht alles verstehen im Leben. Also zumindest bei mir persönlich. Das ist immer eine Frage, wie es bei einem persönlich ist. Und so ist es bei mir aktuell. Oder eigentlich seitdem ich das erste Mal Harley gefahren bin. Wie lange ist das jetzt schon her? Ein Jahr, anderthalb Jahre, wo ich die 48 gefahren bin. Es war einfach mega, mega geil. Und für mich muss ich jetzt auch ehrlich sagen, dass hier die Carrie, das Eisenschwein, der perfekte Einstieg sozusagen für die Gedanken, die ich jetzt die ganze Zeit habe, eigentlich waren, der ganze Umbau und das alles, um mir zu zeigen, glaube ich, so denke ich jetzt gerade zumindest aktuell, das könnte sich wahrscheinlich in einer Woche wieder ändern, aber es hat sich die letzten Monate und ich sag mal das letzte anderthalb Jahre nicht geändert, sondern eher verstärkt, dass ich wirklich nur noch der Shopperfahrer bin und ich immer wieder nur mit den Kompromissen lebe. Es ist keine echte Harley. Auch wenn ich hier jede Schraube kenne und alles. Und noch lange nicht perfekt, weil hier gibt es so viele Macken, Leute. Ne, wie gesagt, ich bin kein Profi-Restaurierer, sonst wer, hab das Ding in der Garage zusammengeschraubt. Ihr kennt die Videos. Und es hat mega viel Spaß gemacht. Und es wird mir auch wehtun, die abzugeben. Eben drum, weil ich sie von Grund auf aufgebaut habe, sagen wir mal so. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich die beiden Motorräder irgendwann dieses Jahr verkaufen werde. Wenn das soweit sein sollte, dann sage ich euch Bescheid. Vielleicht hat der ein oder andere Interesse an einem der Bikes. Aber das kriegt ihr auf jeden Fall, das bekommt ihr auf jeden Fall mit. Ja, aber allein schon aus Platzgründen muss ich mindestens ein Motorrad abgeben. Aber wie gesagt, auch jetzt, ich vermisse die Z eigentlich so gut wie gar nicht. Ich habe zwar auch Bock damit mal zu fahren, aber vermissen tue ich sie nicht.
Öl habe ich gekauft, weil neues Öl kommt dann noch rein und Ölfilter. Dass der Service fertig ist, dann fahre ich ein, zwei, dreimal noch damit und dann wird sie schweren Herzens verkauft. Das gleiche mit Carry. Stand jetzt kann sich alles ändern, ne, man weiß es, das ist alles, wie gesagt, Stand heute. Und ja, habe eben schon die Probefahrt, einen Teil davon, auf Instagram hochgeladen, Leute. Meine Instagram-Leute sind voll am Ausflippen. Ich habe eine Nachricht nach der anderen gekriegt. Hast du die gekauft und was weiß ich nicht alles? Leider nicht. Leider habe ich es noch nicht gekauft. Vielleicht würde das dann mein neues Motorrad werden. Ist aber ein ganz großes Vielleicht, Leute. Und ich weiß, das ist bescheuert. Und der ein oder andere, der mir wahrscheinlich auch hier gefolgt ist, eben wegen der VN15, der wird sich auch denken, Junge, ist der bekloppt. Weiß ich, bin ich mir bewusst. Aber ich möchte eine echte Harley haben. Warum mich mit einer Kopie zufrieden geben? Versteht ihr, wie ich meine? Und vom Sound her, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, da kommt die hier nicht dran. Das ist einfach so. Ob sie, nicht wegen der Lautstärke, sondern von der Soundart einfach. Es ist einfach keine Harley. So. Natürlich wäre ich jetzt zufrieden oder würde auch, ich sag jetzt mal, die Möglichkeit abspringen, dass ich die Möglichkeit bekomme, mir eine Harley zu kaufen. Dann bin ich dennoch zufrieden und Carry fahre ich weiter und Carry wird weiter Leben bekommen. Ne, so ist das nicht. Wenn ich die Chance aber habe, wie ich sie aktuell bekomme, dann versuche ich das auch in Anspruch zu nehmen, wenn das alles so funktioniert und klappt. Auf jeden Fall, die Softail-Fahren war sehr, sehr geil und es muss auch sowas sein, wie Carry das einfach ist und das wird halt so ein Softail Heritage World King Teil sein und ja, ich hoffe, dass ich mich damit noch glücklicher mache als, dass ich mich mit der Entscheidung noch glücklicher mache, als ich bin. Ja, Leute, ich habe die perfekte Frau, ich habe ein gutes Leben und ne, es ist einfach so, das ist nur noch ein i-Tüpfelchen obendrauf. Und ja, weiß nicht, wie ich sonst das dann alles beschreiben soll. Ne? Es ist schon ein krasses, geiles Gefühl. Wenn man eine echte Harley fährt. Also mir persönlich gibt es mehr, als wenn ich jetzt mit Carry fahre. Gut, jetzt fahre ich schon so oft mit ihr. Man hat sich dran gewöhnt. Ich habe dennoch Spaß. Die zeigt mir auch Emotionen. Guck mal, wie sie rappelt und alles. Der Sound ist auch nicht schlecht. Muss ich schon sagen. Ich habe da auch viel Blut reingesteckt. Ihr habt die Videos alle gesehen. Ja, ich wiederhole mich jetzt wieder. Ich mache jetzt mal wieder schnell Schluss hier, würde ich sagen. Wie gesagt, aber ich musste heute das Video aufnehmen. Ich musste die frischen Eindrücke versuchen rüberzubringen. Und wie gesagt, ich war wieder genauso geil drauf, sage ich mal, wie als ich die 48 gefahren bin. Es war krass. Es war einfach nur krass. Es war irgendwie so groß, so breit und irgendwie kam es mir größer und breiter drauf als hier drauf, obwohl ich vom Beinwinkel genau gleich saß. Aber weil der Lenker war höher, das sind halt solche kleinen Sachen. Und einfach vom Sound her eine echte Harley unter sich zu haben. Oh, dann dieses Perlmuttweiß, irgendwie so, ja, keine Ahnung. War es einfach ein geiles, geiles, geiles Gefühl, damit durch Holland ein bisschen zu tuckern, durch Venlo. Ja, Leute, in dem Sinne, mache ich das Video hier jetzt auch aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, ihr gebt ein Like nach oben. Wenn nicht, gebt ein Like nach unten. Lasst ein Abo da. Ich würde mich freuen, wenn wir weiter wachsen. Ich glaube, als ich vorhin geguckt habe, hatten wir 554 Abonnenten. Leute, vielen, vielen Dank dafür. Ich finde es geil, dass die Leute mir zugucken. Auch jetzt heute der Kommentar, der kam von einem Thomas. Ich weiß den Nachnamen nicht mehr. Der sagte unter meinem Ride-Out-Video, dass er mich sehr, meine Art sehr gut findet und die Zwischenspieler, dass er mich und den Kulmoto, mein Kollege hier vom Übersee, Übersee sage ich, am liebsten schaut. Finde ich sehr geil. Das freut mich sehr. Und ich denke, das freut den Philipp auch sehr. Lass da, wahrscheinlich kommentierst du da auch. Lass da auf jeden Fall auch Liebe da. Ach, die wirst du da bestimmt schon mehr gelassen haben als bei mir. Egal, Leute. Ich fahre jetzt hier noch ein bisschen durch Orsoy. Und ja, genieße jetzt noch ein bisschen
die Abendluft. Warm ist es jetzt gerade aktuell nicht, mal vorhin noch mega geregnet, aber scheißegal. Jetzt ist es trocken. Ich musste heute unbedingt fahren und darüber quatschen. Und ja, Leute, wir sehen uns im nächsten Video und wünschen mir Glück, dass alles so funktioniert.